Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weipers Meerwasser zu einer neuen Ausgabe der Infothek. Heute geht es mehr oder weniger um alles. Es geht um dieses Becken, es geht ums Projektbecken, es geht um anstehende Videos, die ich plane. Und wenn euch alles das interessiert, bleibt dran, bis gleich nach dem kurzen Intro. Dankeschön fürs Dranbleiben und fürs Interesse. Fangen wir mit dem an, was euch im Moment am meisten interessiert. Das zeigen mir nämlich die Videoaufrufe zum Umzug und zum aktuellen Zwischenstand von letzter Woche. Ihr seht, das Becken hat eine leicht rote Patina bekommen. Das kommt nicht nur vom Epo-Rief, nein, das wäre eher rosa. Wir haben hier und da tatsächlich Ansätze von Cyanus, beziehungsweise ganz leicht immer nur. Das ist ganz wenig. Und wenn ich sie wachsen lassen würde, dann würde das wahrscheinlich auch Überhand nehmen. Tue ich aber nicht. Ich blase sie regelmäßig vom Riff runter. Dann hat sich es bis abends dann erledigt. Es nimmt also im Moment noch keine Überhand. Was aber auch ein Phänomen immer noch ist in diesem Becken, mit diesem Material vor allem, ist, dass ich einen Nährstoffüberschuss habe. Ich führe das immer noch darauf zurück, dass ich am Anfang massiv das P von ATI hinzugegeben habe, in knapp dreifachen Menge, wie es eigentlich angegeben ist, also sprich stark besetztes Riffbecken in der Anfangsphase im Einfahren waren glaube ich 9 Milliliter angegeben und ich habe hier 27 über längere Zeit reingepumpt. Somit haben wir im Moment einen extremen Überschuss und ich arbeite auch immer noch mit den entsprechenden Absorbern, wie ihr seht. Und ja, der Abschäumer holt auch einiges raus, was ein Odeur hat, was jenseits von Gut und Böse ist, im Gegensatz zu vorher. Wasserwerte liegen ziemlich gut, vor allem bei den Nährstoffen. Also da, wo das Becken auch vorher war. Also ich kann mich eigentlich ehrlich gesagt wirklich nicht genug beschweren, dass es im Moment genau so läuft, wie es laufen soll. Zumindest für den Stand von meinem Becken. Ich bin mit einem relativ hohen Phosphatwert gefahren hier und habe diesen im Moment auch. Zusätzlich beim Einsatz von Absorber. Ich gehe mittlerweile auch wieder hin und wasche mein Futter aus. Hat immer noch nichts gebracht. Gehalten wird der Phosphatwert im Moment bei so ungefähr Pi mal Daumen 0,08 bis 0,09. Das Nitrit geht mittlerweile auch runter in den Keller. Da sind wir bei einer 0,2 mittlerweile angekommen. Das heißt also, die Biologie läuft vernünftig an. Den Ozonisator habe ich schon seit 2 Wochen jetzt nicht mehr dran. Beziehungsweise den habe ich zwar noch startbereit da unten liegen, aber er arbeitet nicht. Sollte nochmal irgendwas in die Richtung kommen. Ja, und was dann letzte Woche ja noch war, so Kleinigkeit nebenbei, die Pünktchen. Da habe ich massiv ja dran gearbeitet, unter anderem beim Einsatz oben mit einer zusätzlichen UVC. Meine UVC da unten habe ich glücklicherweise dann doch wieder reparieren können. Komischerweise war eine Kleinigkeit, aber es sah erst danach aus, dass ich das nicht auf die Kette kriege. Aber ich habe es wieder hingekriegt, die UVC läuft und der Einsatz hier von diesem Easy Life Zeug, benutze ich momentan auch noch täglich, scheint sich alles in allem ja, rentiert zu haben. Man muss allerdings auch sagen, es sind Fische, die schon sehr lange hier bei mir im Becken ansässig sind, die eigentlich relativ stabil und stark sind, weil sie halt schon auch alle fressen. Also tatsächlicher Verlust an Fisch ist ein krummes. Zwei von den Fahnenmaschen, also sprich der eine kleine, der sowieso schon unterentwickelt war und noch ein zweiter. Und das war es dann im Prinzip schon vom Gesamten her. Ja, vom Polypenbild und von dem, wie ihr seht, wie das Becken steht. Es ist alles offen, es ist alles ja,
lichthungrig, es wächst sogar. Ich habe hier oben bei der Enzmann hatte ich vor 2,5 Wochen ungefähr einen großen Bereich abgeschnitten, weil ich den weitergegeben habe. Und der wächst jetzt mittlerweile auch wieder zu. Ich blende euch auch nochmal den KH-Keeper ein, wo es eine Kleinigkeit zu sagen gibt. Ich habe den jetzt mal 14 Tage durchlaufen lassen und blende ich euch auch nochmal kurz ein, was ich meine. Die pH-Sonde ist definitiv, ja, ich sag's mal, das ist ja das Herzstück dieses Keepers. Und diese pH-Sonde muss tatsächlich in regelmäßigen Abständen vernünftig einmal kurz durchgereinigt werden. Also ich habe es mit einer kleinen Zahnbürste gemacht. Gemerkt habe ich das, weil ich dann mal bei meinen täglichen Wassertests, die ich momentan ja immer noch durchziehe, gemerkt habe, dass der KH-Keeper so knapp ein halbes DKH daneben liegt. Und dann habe ich gesagt, okay, bevor du jetzt hier die große Kalibrierungsorgie in die Wege leitest, geh doch mal hin und mach doch einfach mal die Sonde sauber. Habe ich die Sonde rausgenommen, kurz mit der Zahnbürste, in dem Wasser, was auch im Gläschen drin ist, wieder umgespült, weil das ja halt auch zurückgepumpt wird. Ja, und siehe da, ich habe dann direkt die nächste Messung eingeleitet und da kam dann direkt, zack, halbes DKH runter. Dann deckte sich das Ganze dann auch mit den Tests, mit meinen Wassertests drüben, die ich ja per Reagenz überprüft habe, also sprich Referenz überprüft habe, und dann passte das auch wieder. Heißt also im Umkehrschluss, nach Möglichkeit so alle anderthalb, maximal auf 2 Wochen mal kurz hingehen, die pH-Sonde reinigen und dann läuft's. Ja, aber wie gesagt, alles in allem ist dieses Becken im Moment immer noch ein Phänomen, beziehungsweise auch das Gestein da drin, dass ich so viel beziehungsweise überhaupt nicht zudosieren muss. Also wenn ich mir hier unten meine Flüssigkeiten anschaue, könnt ihr jetzt nicht sehen, blende ich euch mal kurz ein. Das ist immer noch der gleiche Stand, also sprich, ich habe keinen Stickstoff hinzugegeben, ich habe kein Phosphat hinzugegeben, das lief alles übers Futter. Und wir haben trotz alledem vernünftige Werte und wie ihr seht, die Tiere stehen gut, die wachsen. Und ja, pauschal gesagt, ich kann mich nicht genug beschweren. Gehen wir zum nächsten Becken über. Ja Leute, da sind wir im Projekt und auch hier hat sich was getan. Blende ich euch auch mal separat ein. Und zwar geht es sich oben um diese Monty, die ich da stehen habe, diese knubbelig wachsende, die ist ja am Anfang relativ schnell weiß geworden, beziehungsweise beigefarben, hat ihre Farbe verloren. Und ich stelle jetzt fest, dass auch unter anderem hier unten die Specifera, die ich reingesetzt habe, die drüben natürlich wie ja, ganz extrem von der Farbe her ist, dass die jetzt wieder Farbe bekommen. Das heißt im Umkehrschluss, dieses Becken hier gewinnt jetzt langsam aber sicher diese ja, von mir proklamierte Biodiversität, die es braucht, um dann im Endeffekt dann auch noch das auszubilden oder das zu versorgen, was notwendig ist. Also die Monty oben wird langsam wieder grüner, unten die Specifera auch. Hier vorne haben wir eine Akro, die ich umgesetzt habe. Die Akro, die da hinten stand, der hat das leider Gottes ja, zu lange gedauert. Heißt also im Umkehrschluss, das Experiment mit der da hinten hat nicht funktioniert. Ich versuche die gerade bei mir unten im Technikbecken zu retten. Aber alles in allem, der Rest steht sehr, sehr gut hier, wächst auch sehr, sehr gut. Die Montys wachsen sowieso wie Unkraut. Die Muschel steht gut. Hier unten haben wir noch ein paar Kleinigkeiten, die Chalisen, die da auch vernünftig wachsen. Also es steht alles sehr, sehr gut hier und ja, ich wurde von vielen angesprochen und da wurde gefragt, ja, wie hast du deine Lampe denn eingestellt? Ja, Standardeinstellung, meine Herren, Damen und Herren. Ich habe die voreingestellten Programme der Firma ATI genommen und zwar im hinteren Bereich, blende ich euch jetzt auch mal mit ein, ist einmal der SPS-Bereich, der mit etwas weniger Lichtleistung fährt, weil es hier hinten etwas höher ist. Und nach vorne geht es ja ein bisschen weiter runter. In der Mitte habe ich ein bisschen mehr Licht. Und die höchste Kurve, also die höchste Leistungskurve, habe ich hier vorne, damit auch bis hier unten dann dementsprechend noch die Lichtleistung runtergedrückt wird, die da unten benötigt wird. Das ist das Geile an dieser Lampe, dass sie halt wirklich in 3 Zonen aufgeteilt ist, dass ich mir das aufteilen kann. Ich kann verschiedene Lichtprogramme fahren
Und ja, das hat auch wunderbar funktioniert. Also wie gesagt, im hinteren Teil habe ich das reine SPS-Plakativprogramm und im vorderen LPS, SPS, LPS, SPS. Ja, laufen tut das Ganze ja auch immer noch mit den Essentials Pro, die ich ja hier in der neuen Beta-Version habe, genauso wie drüben in dem Becken. Da fahre ich ja auch schon eine Zeit lang die Beta-Version der neuen Essentials, die jetzt in nächster Zeit rauskommen werden. Und ja, alles in allem, ihr seht, das Becken steht farblich sehr schön da. Es ist gut gewachsen. Mittlerweile habe ich hier und da auch schon wieder gegärtnert. Gegen die Kugelalgen habe ich zwei Mitrax eingesetzt, von denen ich leider Gottes immer nur noch eine sehe, die aber dann jeden Abend, wenn es dunkel wird, hier einmal an der Scheibe vorbeiläuft und mir zuwinkt. Blende ich euch auch mal ein Bild ein, denn das ist ein Schnappschuss gewesen von meiner Frau. Am Zudosieren bin ich hier immer noch ein kleines bisschen, weil ihr seht ja selber, es ist ein sehr großer Korallenbestand. Zusätzlich dann noch in Anführungszeichen das Epo-Reef, was sowieso sehr am Ziehen ist hier, theoretisch gesehen. Praktisch wird das auch nicht mehr lange der Fall sein, aus dem ganz einfachen Grund. Ihr seht selber, das Becken ist mittlerweile recht rot geworden. Also die Kalkrotalgen schießen jetzt hier wirklich aus allen Ecken und Kanten. Also ich muss die Pumpe, die hat sich mittlerweile schon ein Drittel von der Öffnung hat sich zugemacht. Die muss ich jetzt mal wirklich langsam aber sicher reinigen, damit dann auch mal ein bisschen mehr Strömung wieder durch die Ecke kommt. Ja, aber ihr seht, das Becken wächst und gedeiht und ich mache eigentlich auch nicht viel dran. An der Technik hat sich auch nichts verändert weiter unten. Da gehen wir dann jetzt mal hin. Ja Leute, da sind wir an der Technik und ihr seht, es hat sich nicht viel verändert, eigentlich fast gar nichts. Hinten in der Ecke fehlt im Moment die UVC, die befindet sich drüben im anderen Becken. Der Abschirmer von Aquabee läuft wie ein Uhrwerk. Er macht konsequent das, was er soll. Er holt Material raus ohne Ende, beziehungsweise das, was zu viel ist. Da läuft jetzt gerade die Refill-Anlage. Hier habe ich ja auch immer noch meinen Nachfüllbehälter. Oben am Becken, das Becken selber ist ja immer noch abgedeckt und das funktioniert auch wunderbar. Reduziert mir meinen Verbrauch des Wassers um mindestens die Hälfte. Und wenn man die Scheiben dann auch regelmäßig vernünftig sauber macht, dann passt das auch. Ihr seht es ja selber am Wachstum und drüben am Becken, das funktioniert bei beiden Becken einwandfrei. Ja, das wird sich noch ändern hier. Das ist ja noch die Vierkanal-Jebau, die wird rauskommen. Dafür wandert hier die Evo 4 rein, der Firma Aquamedic, die ich drüben verbaut habe. Was drüben reinkommt, könnt ihr wahrscheinlich schon ahnen, aber sage ich euch gleich. Ja, alles in allem, die Rückförderpumpe, die OP 5000, die hier drin ist, macht auch konsequent ihren Job, läuft wie ein Uhrwerk. Der Wirbelbettfilter, jetzt nach einer gewissen Zeit habe ich, den hatte ich auch kurzzeitig im Einsatz hier beim Umzug, drüben im anderen Becken, läuft wunderbar. Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist, aber die eigentlich wahrscheinlich auch normal ist, wenn man ihn zu weit zudreht, also sprich den Durchfluss extrem reduziert, dann muss die Pumpe gegen einen zu großen Druck anarbeiten und dann entwickelt sich so eine kleine Akustik. Aber selbst wenn die hier, so wie hier, frei aufgehangen ist und unten Luft hat, läuft alles wunderbar. Also ich höre hier von diesen Becken und von diesen Pumpen und von all dem, was hier in diesem Technik, an Technik eingesetzt ist, höre ich gar nichts. Ja, ihr seht, also es gibt eigentlich nicht viel zu berichten, außer wie gesagt, die wandert raus. Da erfahrt ihr dann aber auch mehr auf Aquamed. Da werde ich euch auch auf dem Laufenden halten. Gehen wir mal wieder zurück. Es gibt ja noch eine Kleinigkeit, noch andere Kleinigkeiten, die ich euch berichten wollte. Ja Leute, sind wir wieder am Hauptbecken und kommen noch zu den Kleinigkeiten, die ihr wissen wolltet. Einmal, wie gesagt, hatte ich ja gegen die Pünktchen bzw. für die Fische als Immunstärkung hier das EasyLife Vorgel eingesetzt. Jeden Tag 150 ml sind hier reingegangen. Man kann auch eine höhere Dosierung nehmen. Scheint den Fischen recht gut getan zu haben. Ihr seht, es schwimmen alle ganz normal durch die Gegend. Keiner ist jetzt hier irgendwie am Rumticken, außer vielleicht hier hinter mir der Putzerlippi, der so regelmäßig, ich sag mal, aufs Fell gekriegt hat in der letzten Zeit, weil er natürlich schon mal hier und da etwas härter zu beißen musste, um das Material zu entfernen. Und was ich ja auch noch hier und da eingesetzt habe, war hier
von Dr. Basler, das Bio-Fish-Food, also ich zeige euch das nochmal, also das habe ich mir bestellt und eingesetzt. Das ist auch Futter, was extrem angereichert ist mit Vitaminen und. Das hat vielleicht auch noch dazu beigetragen, dass das Ganze hier relativ gut bisher über die Bühne gegangen ist. Also noch sind wir in einem Zeitraum, wo es sein kann, dass die Pünktchen wiederkommen. Es sind jetzt 5 bis 6 Tage und die Tiere zeigen eigentlich normales Verhalten. Ich kann keine Pünktchen momentan, außer so ein kleines bisschen auf Japonicus, aber das ist normal bei dem. Feststellen, ihr seht, alle schwimmen rum, alle gehen ihrer Arbeit nach, so wie es sein soll. Die sind überall fleißig am Rumpicken. Ja, was noch auf dem Programm steht, wo ich mich jetzt dieses Wochenende mit beschäftigen werde, ist einmal, habe ich ja hier und da auch schon gesagt, ich habe hier die OC Motion der Firma Seawater Engineering gekriegt. Das ist der Controller dazu. Hier haben wir das Gerät selber. Und die werden dann dementsprechend hier aufgehangen. Das Rohr muss dann dementsprechend noch eingekürzt werden. Und die bewegen mir dann meine Pumpen so, wie ich das gerne hätte. Da werde ich mich jetzt dieses Wochenende mit beschäftigen. Werde das Ganze einbauen, abdrehen und hoffe, dass ich das dann zu Ostern euch dann präsentieren kann. Was aber dieses Wochenende, so wie es ausschaut, auf jeden Fall noch kommen wird, und das ist genau das, wovon ich eben gesprochen habe, ist das hier. Die X3 ist angekommen von Refactory und die werde ich morgen abdrehen, wieder zusammen mit dem Markus, ja, das übliche Refactory Team. Und dann werden wir euch zu der Pumpe mal ein bisschen was erzählen, wie es geht, wie es funktioniert, wie groß sie ist, wie schwer sie ist und was man alles damit machen kann. Wie es in der App aussieht, wie man sie einbinden kann und sowas. Alles so in der Richtung, denke ich mal, werden wir euch dann morgen präsentieren. Ja, jetzt war das Ganze relativ lang, aber es ging ja auch um alle, ich sag mal, drei Teilbereiche. Das Becken und neue Videos, die gegebenenfalls anstehen. Ich würde mal sagen, haltet die Augen auf. Ich halte euch auf dem Laufenden in den üblichen Kanälen. Am meisten und am schnellsten erfahrt ihr natürlich, wenn irgendwas ansteht, bei mir auf Aquameet, in meiner Gruppe und irgendwann später in einem Verlauf dann auch auf Instagram. Da könnt ihr mich übrigens auch verfolgen. Da bin ich relativ faul. Und dann natürlich auch hier und da auf Facebook. Ich würde mal sagen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wenn alles gut geht, sehen wir uns vielleicht dieses Wochenende wieder. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, bleibt mir treu, euer Viper. Ciao. We'll be right back.